Unter dem Motto "Genau meine Partie" werden bei Jägerbau derzeit 25 Lehrlinge ausgebildet. Seit Jänner im neuen Headquarter in Bludenz. Und was es dort alles gibt und welche Lehrlinge oder Lehrausbildungen Sie in diesem Jahr bereitstellen oder wo Sie wieder auf der Suche sind, das erfahren wir nun von Lisa Maria Almberger und dem Hoch- und Tiefbaulehrling Adrian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank, dass wir hier wieder dabei sein dürfen. Ich bin Lisa Maria und ich bin bei der Firma Jägerbau für die Ausbildung der Lehrlinge verantwortlich und ich habe heute Adrian dabei. Ja, hallo, ich bin der Adrian und ich mache zurzeit Doppellehre als Hoch- und Tiefbauer bei der Firma Jägerbau. So, wie eingangs schon gesagt, unsere Firma Jägerbau hat letztes Jahr das 100-jährige Firmenjubiläum gehabt und wir haben mit Anfang vom Jahr unsere neue Firmenzentrale in Bludenz bezogen. Wie ihr da sehen, ist unsere neue Firmenzentrale jetzt in Bludenz in der Herrengasse. Unsere Standorte von Schruns und Feldkirch hat man da jetzt zusammengefügt und Ostbad 2000 ist vielleicht auch am einen oder anderen bekannt, ist jetzt da in dem Gebäude in der Herrengasse 27 in Bludenz. Ich möchte euch ganz kurz unsere Firma ein bisschen erklären. Unsere Firma ist im Groben in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Das ist zum einen die Projektentwicklung, der Hoch- und Tiefbau und darunter Tagebau. In der Projektentwicklung verwirklichen wir Tourismusprojekte und auch Wohnbauprojekte, die wir planen und dann auch verkaufen. Denn im Hoch- und Tiefbau sind wir eigentlich regional tätig, da machen wir Bauprojekte wie beispielsweise für öffentliche und private Bauherren und machen da Betriebserweiterungen oder sind auch im Tiefbau, im Kanalbau tätig. Im Untertagebau, das ist vielleicht auch ein oder andere unter Tunnelbau bekannt, sind wir international tätig. Da haben wir momentan gerade ein großes Projekt in der Schweiz, im Karenzerberg oder auch bei uns im Tirol, im Kühtai. Jetzt hätte ich euch gern einen kurzen Einblick zu unserer neuen Firmenzentrale, wo ich euch vorher schon gesehen habe, in Bludenz gehe. Wie ihr da sehen, das ist die neue Zentrale. Mein Job ist es da, mich den ganzen Tag um die Lehrlinge kümmern. Wir haben momentan 25 Lehrlinge bei der Firma Jägerbau und die können mit all ihren Anliegen jederzeit gerne zu mir kommen. Wir machen auch jederzeit Workshops und Seminare, wo sie auch sagen können, was sie brauchen, was sie gerne hätten, wie es ihnen geht. Und so kümmere ich mich den ganzen Tag um die Lehrlinge bei der Firma Jägerbau. Wir machen gemeinsam auch Nachhilfe bei uns im Unternehmen. Hat jemand schulische Probleme oder braucht jemand privat etwas? Da ist jederzeit Unterstützung von uns da. Und natürlich darf auch mal ein Beisammensein nicht zu kurz kommen. Wir machen auch immer wieder Team-Events, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass unsere Lehrlinge sich miteinander vernetzen können und so gemeinsam die Lehrzeit durchlaufen. Auch ganz, ganz wichtig ist es uns, dass ich und auch die anderen vom Büro immer Kontakt mit den Buben auf der Baustelle, weil sie sind ja nicht alle bei uns im Haus, haben. Deswegen gehe ich alle 14 Tage mindestens zu jedem persönlich auf die Baustelle vorbei und schaue, wie es ihnen geht, was sie brauchen und was gerade so ansteht bei ihnen. Oder Polier und der Vorarbeiter und im ganzen Team ist es wichtig, dass die Lehrlinge unterstützt werden und alles von Anfang an richtig lernen und so auch eine gute Lehrzeit bei uns haben können. Und das Team ist bei uns ganz, ganz wichtig und steht im Vordergrund, weil das Partiegefühl, das steht bei uns ganz oben. So, dann täten wir schon starten und täten euch die einzelnen Lehrberufe präsentieren. Da darf ich gleich am Anfang das Wort am Adrian übergeben, weil der Adrian macht bei uns eine Doppellehre als Hoch- und Tiefbauer. Ja, zurzeit bin ich gerade auf einer Hochbaustelle in Tschakuns tätig. Da bauen wir Mitarbeiterwohnheim oder beziehungsweise Tiefgarage. Ja. Die Hauptaufgabe beim Hochbau sind natürlich Schalen und das Betonieren. Aber es ist schon Fertigteile setzen und Höhen machen eine große Aufgabe davor. Ja, dort halt, man muss mit dem Kopf dabei sein. Ja. Als Tiefbauer, dort fängt es an beim Leitungenlegen. Natürlich, den Sommer bin ich in Zürst auf einer Baustelle gewesen. Dort haben wir ein Kleinkraftwerk gebaut. Aber vom Leitungenlegen bis zum Häuser hinterfüllen ist dort alles dabei. Die Lehrzeit geht bei beiden Berufen 3 Jahre. Beim Hochbauer ist Berufsschule in Dornbirn und beim Tiefbauer ist es im Tirol in Absam. Genau, super, danke Adrian. Und wenn man wieder eine Doppellehre macht, dann geht die Lehrzeit 4 Jahre. Dann gehen wir gleich weiter zu uns in die Jägerbautischlerei. Bei uns in der Jägerbautischlerei bilden wir derzeit einen Lehrling aus. Unsere Tischlerei ist in Schruns. Die tun
Türen und Fenster anfertigen und die auch selber einbauen. Die Lehrzeit geht da auch 3 Jahre und bei Roschel ist das Dorenbieren. Dann kommen wir weiter zu unserem Bauhof. Man dort denkt, ein Bauunternehmen läuft nicht nur mit Eisen und Beton. Wir brauchen da natürlich auch ganz, ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Metalltechniker, Elektrotechniker und Land- und Baumaschinentechniker. Deswegen haben wir auch eine Schlosserabteilung und eine Mechanikerabteilung bei uns. Und natürlich auch eine Elektroabteilung ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Strom läuft gar nicht. Der Kran auf der Baustelle kann ohne Strom nicht laufen. Alle 3 Lehrberufe im Bauhof gehen 3,5 Jahre und Berufsschule sind in Bregenz. Dann kommen wir weiter zu unserem Büro. Wie schon gesagt, das Büro ist jetzt der neue Standort in Bludenz. Da bilden wir Bürokauffrau und bautechnischer Assistent aus. Als Bürokauffrau rotierst du bei uns in den unterschiedlichen Abteilungen. Wir haben Buchhaltung, Sekretariate, Einkauf. Dadurch laufst du die ganzen Abteilungen und kriegst so einen Gesamtüberblick über einen Lehrberuf als Bürokauffrau oder Frau. Als bautechnischer Assistent bist du bei uns quasi die rechte Hand vom Bauleiter. Egal ob Arbeitsvorbereitung oder Abrechner oder um mit auf Baustelle gehen, der Beruf ist richtig vielfältig. Beide Lehrer gehen 3 Jahre. Die Berufsschule vom bautechnischen Assistent ist in Dorenbieren und von der Bürokauffrau in Bludenz. Ja, wie kommt man zu der Firma Jägerbau als Lehrling? Ist eigentlich nicht ganz schweres. Das ist ganz einfach. Du kannst mit der Lisa kannst sie kontaktieren. Die ist da flexibel, wie über WhatsApp telefonieren oder E-Mail. Ist ganz egal. Dann könnt ihr gemeinsam einen Termin ausmachen, wo ihr schnuppern geht. Ich bin auch in Zürst beim Schnuppern gewesen. Dort hat man mich auch gleich am Morgen mit dem Werksverkehr aufgenommen auf die Baustelle. Und man hat mir alles gesagt. Also ich habe auch alles fragen können. Also wie der Lehrer hat man mich dort eigentlich behandelt. Wenn es dir dort gut gefallen hat, dann kannst du nochmal zu Lisa ins Büro kommen. Und dann könnt ihr das ganze Schriftliche ausmachen, wie der Lehrvertrag und so. Und was verdient, ja. Genau, danke, Katrin. Wenn du zu uns ins Büro kommst, lernst du den zukünftigen Bereichsleiter kennen, wie jetzt da. Das ist unser Bereichsleiter für unseren grössten Bereich, der Rainer. Und der seht ihr dann auch nochmal, wie es genau bei uns bei der Lehre abläuft. Denn, was ist ganz, ganz wichtig ist, dass unser Ausbildungsteam ständig weiterentwickelt ist. Und denen ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere Jungs eine gute Lehrausbildung bei uns kriegen. Und so bringen sie sich auch immer auf den neuesten Stand und schauen, dass im Betrieb alles möglich ist, dass sie eine gute Ausbildung kriegen. Ja, Adrian, darf ich nochmal das Wort an dich übergeben? Was bedeutet genau meine Partie? Ja, also genau meine Partie heißt sicher auch Zusammenhalt. Ich habe bis jetzt eigentlich noch niemanden kennengelernt, mit dem ich nicht gut gegangen bin. Die anderen Lehrlinge sind kommod und es schauen alle auf die eigentlich. Die Lehrlinge heben zusammen und polieren, helfen dir, wenn du etwas brauchst. Und auch alle Mitarbeiter eigentlich, die auf der Baustelle umeinander sind. Zudem gibt es noch jedes Jahr mindestens einmal ein Lehrlingsausflug. Der ist zum Teil sogar mit Übernachtung. Hier sind wir im Karenzerberg, haben eine Tunnelbaustelle anschauen mit Tunnelbaumaschinen. Ist sehr interessant gewesen. Und neben diesen Lehrlingsausflug gibt es auch noch so Workshops für die Lehrlinge. Das ist einfach auch, um den Zusammenhalt zu stärken und dann kann man sich auch ein bisschen austauschen mit den anderen Lehrlingen. Na, ja, sagt man, wie es denen haben. Perfekt, danke Adrian. So, jetzt hätten wir noch einen kleinen Überblick über uns geben. Man ist immer an der frischen Luft und sieht immer was anderes. Und nach der Lehre kann ich mich immer noch entscheiden, was für ein Fachbereich das macht. Für mich bedeutet genau meine Partie lustig haben, ab und zu mal ein paar Scherzchen machen, Spass haben bei der Arbeit. Zusammen heben, zusammen arbeiten, abwechslungsreiche Arbeit, dass man früh beim Arbeiten hat und dass man es lustig miteinander hat. Und immer drauf eigentlich, immer Vollgas. Was mir am besten am Beruf gefällt, ist einfach, dass ich kein Solarium brauche oder Fitnessstudio. Das erledigt einfach alles die Arbeit im Bau für mich.
Und so bin ich froh, dass ich bei der Jägerpartie dabei bin. Ja, jetzt haben wir da noch einen kleinen Überblick gekriegt, wie es bei uns auf der Baustelle abläuft. Vielleicht haben wir jetzt so das Baustellengefühl ein bisschen spüren können. Bei uns ist das Baustellengefühl und das Partiegefühl ganz, ganz wichtig. Also, falls ihr die das angesprochen habt, ihr könnt uns auf Facebook, Social Media, Instagram, Snapchat oder TikTok finden. Da siehst du immer, was bei uns gerade so läuft. Wir freuen uns ganz, ganz fest, wenn du zu uns zum Schnuppern kommst und wir dich da begleiten dürfen. Ja, vielen Dank für die Eindrücke. Klingt alles sehr spannend. Es sind auch schon die ersten Fragen reingekommen aus unserem Chat, und zwar die Steffi. Sie schreibt, kann ich auch als Mädchen auf der Baustelle arbeiten? Gute Frage. Mir ist auch aufgefallen im Film, es sind ausschließlich junge Kerle hier dabei. Ja, klar, kann man. Wir haben aktuell zwar auf der Baustelle nur Lehrmeike, aber zum Beispiel in der Schlosserei haben wir auch eine. Also in unserer Lehrlingspartie sind durchaus auch Meiken. Mhm. Auf der Baustelle braucht man natürlich Muckis, oder Adrian, wie schaut das aus? Hättest du das Gefühl, man kann auch, wenn man noch nicht so viel Kraft hat, mit auf die Baustelle gehen? Wird hier Rücksicht genommen? Ja, das geht sicher. Ich habe am Anfang auch nachgedacht, wie streng das wird. Oder ich habe gedacht, vielleicht wird es mal streng. Aber wenn jeder Tag noch auf der Baustelle bist, dann kommst du da schon rein, dann ist das eigentlich alltäglich. Das kommt man schon zum Machen. Irgendwann kein Muskelkater mehr nach der Arbeit? Nein, das geht. Aber wetterfest muss man sein, oder? Ja, wetterfest zum Teil. Es gibt natürlich schon gerade im Hochbau Arbeiten, wo, wenn man betonieren muss, dass man es im Regen auch mal machen muss. Aber sonst gerade im Tiefbau und zum Teil auch im Hochbau, es gibt natürlich auch Wetterschicht. Und dort, am Morgen geht man zwar immer auf die Baustelle und danach entscheidet man, wenn es jetzt nicht zum Arbeiten, zum Schaffen ist, dann kannst du sein, dass man mal heimgeht und dann am nächsten Tag, wenn das Wetter zulässt, wieder weiter schaffen. Mhm. Also gut, jetzt Wetter muss man nicht ausheben mehr sein. Ja. Bleiben wir vielleicht gleich noch beim Hoch- und Tiefbau, bei deiner Ausbildung. Bist du gleich am ersten Tag mit auf eine richtige Baustelle oder wird man da zuerst in der Firma vorbereitet? Ja, zuerst hat man halt noch, geht man noch ins Büro. Dort lernt man nochmal Lisa kennen und der Rainer, eben der Bereichsleiter. Und danach hat uns Lisa auf Baustelle gleich tun. Und also ab Mittag bin ich auf der Baustelle gesehen und habe mitschaffen können. Und auch schon beim Schnuppern, ich bin direkt auf die Baustelle gekommen und wir haben gleich mitschaffen können. Mhm. Also nicht zuerst in der Lehrwerkstatt ausprobieren, sondern wirklich gleich mit auf die richtige Baustelle. Ja, genau. Also bei uns packt man eigentlich gleich mit an, wird gleich zur Partie gebracht und dann schafft man da gemeinsam die Projekte. Mhm. Hier sind noch weitere Fragen reingekommen, die möchte ich euch noch gern weitergeben. Und zwar, brauche ich Vorkenntnisse, um eine Lehre anfangen zu können? Ich glaube, hier kommt es auch darauf an, welcher Lehrberuf gemeint ist, oder? Ja, genau, auf das kommt es drauf. Aber im Grunde genommen sind wir da bei der Lehre zum Lernen und brauchen wir nicht Vorkenntnisse, sondern wir begleiten euch da zum Ziel zur Lehrabschlussprüfung und unterstützen euch da das Bestmögliche, dass ihr das schaffen, und gemeinsam schaffen wir das. Mhm. Muss man gute Noten haben bei euch? Ja, gute Noten ist relativ. Also mir ist es viel, viel wichtiger. Mir geht es viel, viel mehr um Persönlichkeit. Wir schauen uns das beim Schnuppern an und da finden wir den gemeinsamen Weg. Ja. Was ich noch fragen möchte, du hast gesagt, die Berufsschulen Hoch- und Tiefbau sind zum einen in Tirol, aber auch in Vorarlberg. Wie muss ich mir das vorstellen? Pendelst du da? Hast du einmal Schule, Blockschule im Tirol und dann wieder in Vorarlberg? Ja, nein, man teilt das. Da die Lehrzeit ja 4 Jahre geht bei mir, habe ich auch jedes Jahr, halt eigentlich jedes Jahr ja einen Block. Mhm. Und es sind 2 Blöcke Tiefbau, also 2 Jahre im Tirol und 2 Jahre in Dornbirn. Mhm. Also, das macht keinen Unterschied, ja. Mhm. Wie viele Lehrlinge sucht ihr denn in diesem Jahr? Ja, das ist nicht genau definiert. Also im Bereich Hoch- und Tiefbau nehmen wir je nachdem, wie viele Lehrlinge das kann, Schnupperer. Und dann schauen wir uns an, wie viel das wir Platz haben noch. Und in den anderen Bereichen eine Person. Also in jeder Lehrstelle eine Person. Genau. Gibt es hier fixe Schnuppertage oder ist das individuell? Ja, Schnuppertage sind bei uns individuell. Also ihr könnt ganz einfach mir eine WhatsApp schreiben oder mich anrufen und dann vereinbaren wir einen Schnuppertag. Wir haben nicht fixe Vorgaben für Schnuppertage. Mhm.
Gibt es Übernahmechancen, wird hier noch gefragt? Ich nehme an, ja, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also bei uns ist so ganz, ganz wichtig, dass unsere Lehrlinge nach der Lehre auch die Möglichkeit haben für Weiterbildungen und Fortbildungen, wie jetzt beispielsweise auf dem Bau gibt es ganz viele Weiterbildungen, wie zum Beispiel Bauhandwerkerschule, also Polierschule, das nehmen dann nachher ganz viele in Anspruch. Ja, gibt es auf jeden Fall, in jedem Bereich. Und eine Frage, die fast immer kommt, was verdient man bei euch? Wahrscheinlich auch von Lehre zu Lehre unterschiedlich? Ja, genau, von Lehre zu Lehre unterschiedlich, aber dadurch, dass wir Bauunternehmen sind, wir verdienen eigentlich, also auch in der Lehrzeit ist der Kollektiv schon relativ hoch. Es ist sicher einer von der besten Kollektiv von der Lehrlinge. Ja. Ja, wie man es genau wissen will, kann man auch einfach der Lisa schreiben, die seht es an. Bist du zufrieden, Adrian? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist Antwort genug. Ich danke euch fürs Kommen. Alles Gute weiterhin für deine Ausbildung. Vielen Dank und viel Erfolg bei der Lehrlingssuche. Danke. Dankeschön. Danke.